Ich habe brutale Schmerzen im unteren Rücken und hier an der Leiste. Unterschied der mexikanischen Frauen zu deutschen. Ein leichtes Stöckchen im Arsch gehabt, so weißt du? Den musste man sich auch erstmal wieder rausziehen, Digga. Stock it out, man. Einer fragt, ob Party da teuer ist. Wir 6-8er sind immer am Dribbeln. Wie ist mit Krankenkasse in Mexiko? Bro, stell dir vor, du stehst auf eine, welche du von Insta kennst. Wie klärst du sie am besten? Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club und ich. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up? Live again, motherfucker. Wie geht's, wie steht's, Digga? Was geht, Leute? Ich hab gedacht, ich komm nochmal online spontan. 6-8, Rain, what's poppin', G? Auf jeden Fall hab ich gedacht, ich komm nochmal online, weil vorhin hat es ja nicht funktioniert. Einfach mal so von einer Sekunde auf den anderen ist einfach so mal die Connection weggegangen. So, Stromausfall gehabt wieder für ein paar Stündchen, aber wir sind wieder drin. Ich wollte heute auf jeden Fall hier auf YouTube streamen, Digga. Ich hab Bock gehabt und hab mir gedacht, dann machen wir es jetzt Late Night so. Sind noch ein paar Leute wach in Germany oder was? Wie geht's dir, Cousin? Nice, Bruder. Alles easy, Digga. Wie geht's dir? Gerade vom Gym gekommen. Ich muss eins zugeben, Digga. Ich habe brutale Schmerzen im unteren Rücken und hier an der Leiste. Vielleicht gibt's jemanden im Chat, der so physiotherapeutisch unterwegs ist. Oder ein Chiropraktiker vielleicht auch an der Stelle. Ich habe hier an der Leiste brutale Schmerzen und es zieht sich bis in den unteren Rücken über den Arsch in die Beine rein, Digga. I don't like that, man. Fühlt sich richtig ekelhaft an, Digga. Ich zeig's mal kurz, auch wenn es ein bisschen cringe ist. Hier so. Hier so. Hier fetzt es rein, Digga. Hier fetzt es rein und zieht sich hier so durch, Bruder. Bis in den unteren Rücken rein. Überhaupt nicht nice. Es ist aushaltbar. Es ist jetzt nicht so, dass es mich so komplett aus dem Leben schießt. Ich habe jetzt 2 Tage nicht trainiert. Bin jetzt heute das erste Mal wieder ins Gym gegangen. Man kann trainieren. Alles cool so. Aber, Digga, also ich fasse nur hier hin, Digga. Ich fasse das, ich touch das nur so an leicht. Touch it in, motherfucker. Gib mir einen touchy Vibes, man. Ich touch das drin kurz, Digga, und es tut brutal weh, Bruder. Leon, Unterschied der mexikanischen Frauen zu deutschen. Ich habe jetzt so viele Mexikanerinnen noch nicht kennengelernt, wenn ich ehrlich bin. Der größte Unterschied von den Mädels her ist einfach diese offene Lockerheit so. Ne? Das muss man sich auch erstmal hier so, da muss man sich dran gewöhnen, weil man ist es gewöhnt aus Deutschland, dass man halt dass vielleicht, also einige Frauen halt nicht so offen sind und nicht so, weißt du, ich bin halt ein Typ, ich laber auch gerne mal einfach so Menschen voll auf der Straße. So, wenn ich einfach gut drauf bin, so, dann sage ich mal Hallo oder sag einfach mal so, lass ein Kompliment da oder so. Ich bin so ein Typ und in Deutschland kriegt man da so ein bisschen, Ding, Digga. Kriegt man ein bisschen so manchmal komische Blicke zugeworfen oder so, ey, warum redest du mit mir so, weißt du, wie ich meine so? Und das ist auf jeden Fall hier anders, Digga. Also hier sind Menschen offener, na, mehr so Herz, so, also du kannst auch hier reden, Digga. Also ich unterhalte mich hier jeden Tag mit irgendwelchen fremden Leuten auch. Scheiß Fliege, Digga. Ich unterhalte mich hier jeden Tag mit so verschiedenen Menschen halt. Und da ist halt offen, Digga, weißt du, wie ich meine so? Nicht nur Frauen, auch Männer so. Einfach coole Gespräche. Man hat auch so, man hat schon teilweise echt krasse Begegnungen gehabt auch, wo man sich mit Menschen unterhalten hat und dann so ein Gefühl hat, als ob man sich schon 10 Jahre kennt, Bro. Und dann hast du auf einmal so ein Homie kurz am Start, Digga, weißt du? Man ist so auf derselben Wellenlänge, man ist offen und ehrlich, Digga, so, weißt du? Und das hat man in Deutschland halt nicht so oft, Digga. So, ich will nicht sagen, dass es das gar nicht gibt, weil es gibt genug Leute in Deutschland noch, die auch so unterwegs sind, offen sind, Liebe zeigen. So, und ja, das ist so der Main Unterschied, würde ich sagen, Digga. Meppen SV, Digga, Meppen mit in, man. Ist ein Fußballverein, wa? Du bist bester Mann, ich küsse dein Herz, Bro. Grüße gehen raus. Nach Meppen. Grüße von der Habischer-Fraktion, Bruder. Oh shit, man. Habischer-Vibes. Dando. Geme. Im Süden allgemein viel herzlicher. So ein Ding ist das, ja. Liegt auch viel an der Sonne, glaube ich, ne?
So, wenn du den ganzen Tag mit Sonne vollgestrahlt wirst und so, dann hast du automatisch, glaube ich, andere Vibes auch am Start. Ich schwöre, wie ich dich gerade fühle, haha. Einfach ganz andere Temperament haben wir als Deutsche. Ja, so andere Vibes halt so. Ich selber auch. Als ich hier nach Deutschland gekommen bin, Digga, nach Deutschland gekommen. Als ich hier nach Mexiko gekommen bin, dann musste ich auch erstmal so den deutschen Vibe so ein bisschen ablegen, Digga. Ich war selber steif, so. Ich habe selber so ein leichtes Stöckchen im Arsch gehabt, so, weißt du? Und so. Den musste man sich auch erstmal wieder rausziehen, Digga. Stock it out, man. Gib mir dem Outstöcki-Vibes, Digga. Oh shit, Alex Blitz, Digga. Bester Mann, Bruder. Ich bin gespannt auf das Musikvideo mit Leon, Bro. Mit dem anderen Leon. Bruder, hast bestimmt wieder Mutter gefickt, Digga. Darf man sowas sagen hier auf YouTube? Aber ich bin mir sicher, Bruder. Alex Blitz, bester Mann, Digga. An alle Leute, die irgendwie Support brauchen, musikvideomäßig oder so, checkt auf jeden Fall Alex Blitz ab, Digga. Der ist der Beste. Der hat das Herz am rechten Fleck, weißt du? Der ist cool. Geile Vibes am Start, so. Fühl ich, Digga. Fühl ich auf jeden Fall. Den muss man supporten, Digga. Wishu. Einer fragt, ob Party da teuer ist. Es kommt drauf an, Bruder. Es kommt drauf an. Also du kannst relativ günstig auf jeden Fall an den Start kommen. Es gibt ein paar Clubs und Bars, wo du gar keinen Eintritt bezahlst und wo die Getränke auch relativ günstig sind. Also da gibt es echt gute Möglichkeiten. Allgemein in Tulum ist es so, dass es halt schon relativ teuer ist für mexikanische Verhältnisse so. Also es ist nicht günstig. Es ist nicht richtig Mexican Prices so, wenn du nach Mexico City gehst oder in andere Städte in Mexiko, auch hier in der Nähe, wenn du ein bisschen weiter weg fährst, dann hast du auf jeden Fall ein bisschen günstigere Vibes auch am Start, aber du kannst es trotzdem hier, du kannst hier dribbeln, Digga. Du kannst hier auf jeden Fall dribbeln, so, du kannst dribbeln, Bruder, wenn du ein bisschen so 6-8-mäßige Vibes auch am Start hast. Wir 6-8er sind immer am Dribbeln, immer am Ballen, so. Immer am Gucken, wo man so den günstigsten, geilsten Weg finden kann. Und den kann man hier auf jeden Fall finden, so. Man muss sich ein bisschen reinfuchsen, muss ein bisschen schauen, so, wo gehen die Einheimischen hin, wo gehen die Leute hin, die hier wohnen und so. Und dann kannst du auf jeden Fall auch gut feiern gehen mit nicht so viel Para in der Tasche, ja. Aber ich sag so, wenn du hier als Tourist hinkommst und nur eine kurze Zeit da bist, dann ist es schwer, so in kurzer Zeit, dann ist es schwer, so in kurzer Zeit auch die diese ganzen, so die ganzen Gegebenheiten abzuchecken, so weißt du? Also als Tourist in den ersten ein, zwei, drei Wochen oder bis Monat, würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall viel zu viel Geld ausgegeben, Bro. Mr. Jarovic, ja. Was ist der Name, Digga? Jarovicherin, man. Gib mir dem Jaro-Vibes, Digga. Ich küsse dein Herz. Grüße gehen raus, Bro. Nach Hamburg City. Yes, Alex, Bro. Ich hoffe auch, dass wir uns bald wiedersehen. Und wie gesagt, ich bin gespannt aufs Musikvideo mit Leon Marcher, Bruder. Ich erwarte auf jeden Fall was, Bruder. Ich hab mein Auge drauf, ne, Bruder? Da muss abgeliefert werden. Hast du Kuchen TV sein Video über Impfung gesehen? Ja. So, habe ich sofort wieder gelöscht. Hat mir einer aus der Community zugeschickt, hat gemeint, reagier mal drauf. Habe ich gesagt, Bro, I don't know, Digga. Wie ist mit Krankenkasse in Mexiko? Mexiko. Also, ich habe eine internationale Krankenversicherung, wo du fast auf der ganzen Welt versichert bist. Ich zahle dafür deutlich weniger als für die deutsche Krankenversicherung. Und ich bin hier auf jeden Fall die ganze Zeit versichert. Und ich bin auch in Deutschland bis zu 3 Monaten versichert, in Amerika bis zu 3 Monaten versichert, glaube ich. In der Schweiz bin ich nicht versichert, Digga. Also in der Schweiz bin ich nicht versichert, weil die Schweiz auf jeden Fall, weil die Schweiz da sein eigenes Ding macht, so. Schweiz it out, man. Ist schade, weil ich habe krasse Liebe für die Schweiz, Bruder, aber was willst du machen, Digga? Bro, stell dir vor, du stehst auf eine, welche du von Insta kennst. Wie klärst du sie am besten? Boah, Digga. Ich bin nicht so der Social Media Typ, Digga. Also, Social Media mit Frauen Kontakt zu haben und so, ist nicht so mein Ding, Digga. Also, ich bin da nicht so. Ich bin da nicht so affin, Digga. Ich bin da nicht so. Ich bin nicht so der Internet-Guy. Sagen wir es mal so. Es gibt ja viele Leute, die im Internet krasser sind als in Real Life, so. Aber schwierig. Ich würde versuchen, so schnell wie möglich das ins Real Life zu ziehen, Digga. So. Check dir die Nummer ab und ruf an, weißt du? Lass einen Talk da, so. Weil Schreiben, so, man kann sich voll missverstehen mit Schreiben.
Man kann sich da voll missverstehen. Was immer gut zieht, ist ein bisschen provozieren auf jeden Fall. Bisschen provozieren, kleines Arschloch ein bisschen raushängen lassen, so. Aber ja, wie gesagt, es kann schnell weit falsch verstanden werden. Deswegen ist es auf jeden Fall schwierig, meiner Meinung nach schwierig auf Social Media. Ich würde sagen, also ich bin der Typ, der es lieber im Real Life mag. So. Weil im Real Life hast du dann auch direkt einen Eindruck, so, man unterhält sich das erste Mal, wenn man sich irgendwo kennenlernt oder so, weißt du, wie ich meine?